herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und heute möchte ich mit euch eine Slider-Card basteln. Und zwar nicht so ein kleines Exemplar wie dieses hier, das ist meine Vorlage. Also die kann quer oder auch hochkant irgendwo eingebastelt werden oder auch als Geburtstagskarte verwendet. Ich möchte das Ding in ziemlich groß machen für das Hochzeitsalbum, was ich gerade bastle. So, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Ich freue mich über neue Abonnenten, ich freue mich über Austausch. Und jetzt geht's los. Die Vorlage kommt erstmal zur Seite. Ihr braucht für dieses Projekt Pappe, Cardstock. Nicht die feste Pappe, sondern wirklich etwas, hier habe ich 230 Gramm Craft Paper genommen. Das ist noch faltbar, also wichtig ist, ihr müsst euer Projekt falten können. Ihr braucht diese Abmessung, die Breite, die eure Karte im Außen haben soll, muss dreimal vorhanden sein. Ich habe hier ein Craft Paper genommen im Querformat und habe quasi das, die Originalseiten Breite gelassen. So, das heißt, die sichtbare Seite muss dreimal vorhanden sein. Ich muss hier anflicken. Das heißt, ich habe mir eine zweite Seite genommen, habe mir hier schon Markierung gemalt. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen was vorbereitet, damit ihr nicht alles hier mit mir langweilig durchbasteln müsst. Das heißt, ich setze das gleich hier dran, klebe das hier drüber und zum Schluss klappt diese Karte hier auf. Das heißt, ihr habt dann die Breite mal 3. Ich hoffe, das ist gut sichtbar. Diese Breite ist dreimal vorhanden, nachdem ich das hier geklebt habe. Das ist der erste Part, den werde ich gleich zusammenfügen. Dann braucht ihr noch zwei etwas schmalere Stücke für die Seiten, die dann hoch und runter geschoben werden oder gezogen werden. Die kommen zum Schluss dran. Die habe ich mir auch schon zurechtgeschnitten. Ihr seht, die sind etwas schmaler als die Karte und auch nicht ganz so hoch. Ich weiß nicht, was sich jetzt hier halbwegs absetzt, aber auf jeden Fall muss oben und unten und rechts und links ein bisschen Luft sein, damit dieser Slider-Mechanismus funktioniert. So, was habe ich mir hier noch vorbereitet? Ich habe mir eins Imperia-Papier aus dem Orchids and Cats Paper als Deckelverzierung geschnappt. Und ich habe für die beiden Karten später zwei weitere Papers genommen. Die sind jetzt hier aus dem Sleeping Beauty Papier von Stamperia. Ihr könnt allen Kram dafür nehmen. Selber machen, aussuchen, Zeitschriften, whatever. Irgendwas Hübsches zum Verzieren. Also später werde ich darauf noch was setzen mit Schrift. Das wird aber nicht Teil dieses Videos sein. Okay. Die Karten dürfen erstmal zur Seite wohnen. Ihr braucht des Weiteren eine Folie. Frischhaltefolie tut nicht. Die backt und klebt. Ihr braucht eine Folie, die aufeinander gleiten kann und auch auf Papier gleiten kann. Am besten hat sich für mich herausgestellt, hier diese Klarsichtfolien zu nehmen, in denen man Dokumente einschlägt. Die gibt es in backiger Form und in nicht backiger Form. Das hier ist eine, die ziemlich gut aufeinander sliden kann. So, als weiteres habe ich hier noch so einen Schnipsel, einen Spitzenschnipsel in Blumenform. Das hier wird hinterher das Rollo, sage ich mal, der Griff für das Rollo. Also das heißt, das wird das Stückchen sein, was hier unten rausschaut und rausgezogen werden kann. So, die Materialien habe ich mir vorgeschnitten, vorbereitet. Was habe ich hier noch auf meinem Schreibtisch liegen? Ich habe einmal einen Tacker, mit dem werde ich den Schnipsel nachher festsetzen. Das braucht ein bisschen, darf man ein bisschen Kraft aufwenden beim Rausziehen. Ich habe einen Eckenstanzer, der wird mir bei den Covern helfen. Ich brauche ganz dringend doppelseitiges Klebeband, das Zeug, das hält verdammt gut. Ich brauche natürlich eine Schere, einen Stift und ein Lineal bzw. Geodreieck ist hier schon sehr ratsam. Gut, dann packen wir erstmal das zur Seite, was gerade kein Part hat. Die Karte, wir erinnern uns, klappt so auf, das heißt, diese Seite bleibt komplett. Oh, ich habe sogar noch ein bisschen Gesso am Fingernagel, ist auch schön. Das hier wird später unsere Schließe sein, die hier. Die werde ich jetzt erstmal außer Acht lassen. Und auch die Rückseite ist gerade nicht interessant. Das heißt, wenn ich das jetzt zusammengeklebt habe, wird diese Seite hier auf das Papier geklebt, was in dem Fotoalbum ist. Jetzt ist die, sag mal, Innenklappseite, nenne ich sie jetzt mal, interessant.
Weil hier müssen wir die Vorrichtung für den Slider bauen. So. Und sie, diese Seite sieht man nicht. Also wenn man da irgendwie sich ein bisschen vermalt oder so, das shit happens, nicht schlimm. Wir brauchen ein Geodreieck und wir müssen einmal, also ich nehme erstmal die zweite Innenseite weg, die stört etwas. Wir brauchen ein Geodreieck und müssen hier abmessen, erstmal wo ist die Mitte. Und dann setze ich hier das Ganze 2 cm weit rein, mein Slider-Mechanismus. Bei der kleinen Karte, die ich euch eben gezeigt habe, wären das nicht die 2 cm, da habe ich immer 1,5 oder 1 cm genommen. Bei diesen großen Dingern würde ich jetzt tatsächlich mal auf 2 gehen. So 8,5, 8,5. Hier ist einmal meine Mitte. Dann werden wir, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Dieses Slider-Dingens hier ist 5 cm. Das heißt, ich brauche hier von der Mitte aus jeweils 2,5 in beide Richtungen. So, damit der Slider hier auch vernünftig slidet, sollten die Ecken dann schräg geschnitten werden, dass er nicht festhängt. Macht nicht zu viel Spiel nach rechts und links, sonst verkantet sich das Herzchen. Das heißt 2,5, 2,5, jeweils 1 mm mehr, kein Problem. Und jetzt von hier unten aus würde ich einfach mal so 1 cm mehr nehmen. Das heißt, ich werde das gleich schräg schneiden. Wir haben jetzt wieder die Mitte angepeilt und ich setze mir jetzt 2,5 bei 3,5 hier Marker und auch bei 3,5. So, das gleiche Spiel mache ich auf der anderen Seite, muss ich anzeichnen, damit das leider schön mittig läuft. Auch wieder die 2 cm Kante hier, ihr seht es, könnt ihr schön anlegen. Bei so einem großen Geodreieck ist das herrlich. Und schwupps, die wups. Ich habe schon ein bisschen Farbe auf meiner Unterlage, deswegen rutscht das Geodreieck nicht so gut. Der Trend geht zum zweiten Projekt. So, 8,5, 8,5. Hier haben wir die Mitte. Und jeweils 2,5, 2,5 in jede Richtung. An der unteren Kante, gleiches Spiel nochmal. 8,5, 8,5. Und das ist hier wirklich, wirklich ein Projekt, wo man messen darf und sollte. So, jeweils 1 cm mehr, als wir oben gegeben haben. Das reicht mir schon an Markierung. Jetzt komme ich mit meiner Schere und mache mir hier eine Schräge. Das ist einfach dafür gut. Wenn das gerade wäre, würde es auch grundsätzlich funktionieren. Jetzt kommt das Aber. Der Slider kann sich dann leicht festhängen, wenn man da keine Schräge ist, sondern das wirklich so senkrecht geschnitten werden würde. Dann kann der Slider zwar einerseits nicht so ein bisschen nach rechts und links tanzen, andererseits aber würde er sich da vielleicht auch festklemmen. Und das ist das Blödeste, was dir bei der Slider-Card passieren kann, dass das Slider-Element nicht sliden kann. So, sonst hast du nämlich einfach eine dicke Karte, wo nichts slidet. Nicht gut, das Ding. So, wenn man jetzt die Ecken hier hat, einfach ruhig ein bisschen ausschneiden, dass es hier keine Verklemmung geben kann. Schwuppdiwupp. Schwuppdiwupp. Der Seite hier genauso, einmal schräg. Und da ist es wirklich wurscht, piep, egal wie schräg ihr das macht. Ob ihr jetzt wie ich hier so 1 cm nehmt oder einen halben oder das Freihand schneidet. Auch Freihand funktioniert. Es geht einfach wirklich um die Schräge, dass das leider sich da nicht festhakt an einer senkrechten Kante. So. Den Eck muss ich noch mal ein bisschen bearbeiten. Schwuppdiwuppdiwupp. So. Ich komme von innen noch einmal gegen, weil hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier ist eine Kante, bin ich nicht gut rumgekommen um diese Ecke. Und da darf man auf keinen Fall irgendwas bauen, wo sich das Slider-Element dann reinhakeln kann. Erstmal weg auf den Haufen. Auf den Haufen der Schnipsel. Da sortiere ich später durch, ob ich noch irgendwas gebrauchen kann. So, wir haben jetzt das Slider-Element hier. Das soll rutschen. Das darf hier rein. Und wir brauchen wahrscheinlich 2 Teile. Oder nein, mit Sicherheit brauchen wir 2 Teile. Das heißt, wir setzen uns jetzt erstmal das eine auf das andere fest. Und dafür
Kann ich echt empfehlen. Das doppelseitige Klebeband. Das ist ein wirklich toller Werkstoff. Der macht richtig Spaß, weil es einfach hält. Wir haben da kein Problem mit, mit hält nicht, mit klemmt oder irgendwas. Dabei ist echt mega wichtig, hier auf der Seite lasst nichts überstehen, also kein Klebeband überstehen. Lieber ein Millimeterchen und auch da nicht zu viel von dem Ding, sondern lieber ein Millimeterchen von der Folie überstehen, weil sonst klebt euer Slider-Element an der Karte fest. Rechts, links genauso. Das heißt auch hier sehr, sehr gut schneiden. Das auch hier könnt ihr ja mal drauf fassen, ob es backt oder nicht. Hier backt nichts. Ob das funktioniert. So. Und jetzt ist noch die große Kunst der Künste, das Ganze senkrecht zusammenzusetzen, weil auch wenn ihr jetzt hier was Schräges baut, das ist echt Mist. Das heißt, wenn es nicht senkrecht zueinander ist, sondern das jetzt irgendwie hier so schief draufgeklebt wäre oder so, auch nur ganz leicht, dann habt ihr später das Problem, dass euer Slider nicht gerade läuft. So, ich habe hier, ich versuche meine beiden Farbkanten, weil ihr seht hier noch vom Abschneiden ein bisschen Folienstift gerade zusammenzupacken. So, das sieht ganz gut aus. Auch hier klebt ein bisschen Wasser. Kann man zum Schluss auch noch, weiß ich, ein bisschen mit Papier mal drauf tappen oder Fusseln draufbringen, falls man wirklich mal so eine Klebekante gelassen hat. So. Jetzt messe ich mir den ganzen Spaß hier einmal ab und gucke mal. Ich versuche, die Klebekante eher in die Mitte zu bringen. So, ich weiß nicht, ob man das hier auf dem Weiß vernünftig sieht. Ich werde jetzt hier einmal dieses Herzchen ein bisschen mehr gerade schneiden dürfen. Ich überlege gerade, wie ich das am besten mache, dass ich hier den bestmöglichen Slide-Effekt hinbekomme. Folienstift. Den habe ich in Häuser Voraussicht schon weggeräumt. Sehr schlau, Frau Stahl. So, Schnittkante gemalt. Wie gesagt, das ist irgendein Folienstift, ist ganz ratsam, wenn man mit diesen ja, Dokumentenfolien arbeitet. Also unser normaler, weiß nicht, Kuli oder was weiß ich, Bleistift, oder hier unser mein Mikron, die verstehen sich nicht so gut mit Folie. Das funzt nicht. So, Schnipsel beiseite. Jetzt habe ich hier auf jeden Fall eine senkrechte Kante und werde hier auf der anderen Seite auch eine senkrechte Kante malen. Probieren wir das mal aus. Erstmal die Markierung gleichsetzen. Also ich möchte, dass das Slider-Element, es muss recht straff sein. Jetzt kommt das aber nicht zu straff, weil wenn man das hier wirklich so auf Kante zieht, das hier merkt ihr ja schon, dass das Blatt hebt sich. Wenn man das zu doll zieht, entslidet es nicht mehr. Wenn es zu locker ist, slidet es auch nicht mehr. So, eine Markierung gesetzt. Schwuppdiwupp. Und dort werde ich wieder mit dem Folienstift das Ding so abziehen oder abmalen, dass wir das möglichst gerade haben. Weil alles das, was bei diesem Projekt schief gemalt ist, oder schief geschnitten ist, also gemalt ist wurscht, piep, aber versteht schon, wenn man das schief schneidet, steht irgendwo was ab. Irgendwo was absteht, hat man wieder eine Kante, wo sich dieser Slider verhaken kann. Also, mein Appell an euch, nehmt es bitte ernst. Nehmt es ernst, dass dieser Slider sich nicht verhaken darf. Jetzt müsst ihr natürlich einerseits das Klebeband ansetzen, andererseits das Ding noch nicht zukleben, bevor es auf dem Slider, bevor es auf der Pappe ist. Das ist auch so ein schöner Fehler, den kann man mal in geistiger Umnachtung bringen. So, jetzt gucke ich einmal, wo ist meine Kante? Da ist eine Kante, da ist eine Kante. Ich setze das jetzt so, dass das hier die Innenseite ist. Schwupps, einmal draufgebracht. Die Seite ist super. Super heißt, steht nichts über, hält den Slider nicht fest. Und hier wieder ganz eng dran, abgeschnitten.
Und weg damit. So, das haben wir. Jetzt möchte ich natürlich, dass mein Slider slidet, nicht hakelt. Das heißt, ich schaue, dass ich das... Die sind schon bisweilen ein bisschen widerspenstig, die Folien. Jetzt möchte ich das hier senkrecht drüber bringen. Ihr seht, hier steht noch so ein bisschen ab. Ich gucke gerade mal, wie viel könnte ich da noch abnehmen. Ich würde es tatsächlich maximal einen Millimeter hier noch runterschneiden. Hier geht es wieder darum, keine Kante stehen zu haben, die das Leiden behindert. Behindert. Und deswegen habe ich da jetzt noch einmal ein bisschen nachjustiert. So. Einmal das Klebedings ab. Und jetzt heißt das hier ein bisschen gerade zupfeln und nicht bei der Hand kleben. Die möchte nicht im Slider-Element sein. Ja, ihr könnt maximal einmal korrigieren bei dem Spaß. Sonst, jetzt sehe ich hier schon, da steht ein bisschen was über. Das muss ich hinterher noch irgendwie abpudern oder so. Und genauso an der Kante ein bisschen nachbessern. Das heißt, man kann ganz viel korrigieren hier beim Basteln. Schaut, dass ihr, wenn ihr was korrigiert, dass ihr die Ecken, die ihr vielleicht dabei verursacht, ein bisschen abmildert, sag ich mal. So. Jetzt haben wir hier so ein bisschen das Problem, dass das Ding nicht über die Kante hinläuft. Ich packe es jetzt nach hinten, und möglichst in die Mitte. Am schönsten ist es, wenn ihr es schafft, eine Folie zu machen, die durchgehend ist, also dass man keine zwei Klebekanten hat. Zwei Klebekanten sind immer so ein Risiko. Ihr seht hier über. Man kann das so ein bisschen zurecht tüdeln, ein bisschen zurecht matschen, dass es doch irgendwie um die Kurve läuft. Aber es ist doch besser, eine zu haben. Ich habe allerdings jetzt keine lange Folie, also muss das so tun, wie es ist. So, das ist erstmal mein vorbereitetes Slider-Element. Was ich gleich machen werde, und da werde ich euch einmal wegschalten, weil ihr müsst mir jetzt nicht unbedingt mehr kleben zugucken. Ich werde hier das Ding draufsetzen und das darf dann auch noch trocknen. Das heißt, dieses Herzchen ist jetzt erstmal vorbereitet. Zusammenkleben, da lasse ich euch jetzt einfach mal raus. Was wir jetzt zusammen machen können, ist Vorbereiten der Slider-Karten und Vorbereiten der Frontseite. Da ist gar nicht so viel vorzubereiten. Ich nehme einfach hier meinen Knipser und ich habe mich dafür entschieden, die Ecken groß zu knipsen, also einen breiten Kreis, einen sehr sichtbaren. Bei Größe S ist das nur eine leicht abgerundete Ecke und nicht so weiträumig wie bei Größe L. So, jetzt haben wir schon mal die Vorderseite. Kann man schon zur Seite legen, weil wenn man schon am Knipsen ist, dann kann man gleich mal alles knipsen. Und ich werde auch die Innenkarten ebenfalls mit dem Knipser bearbeiten. Manchmal passiert das auch, dass man sich so eine schicke Ecke da reinknipst. Einfach nochmal machen. Meistens funktioniert das dann beim zweiten Anlauf schön. Und hier genauso. Wie gesagt, hier haben wir die Sleeping Beauty als Rückseite. Passt jetzt nicht zu meinem Projekt, also jedenfalls nicht an der Stelle. Dementsprechend habe ich diese schöne Tapete hier quasi gewählt. Die macht an der Stelle, wo ich sie haben will, mehr Sinn. So, jetzt werde ich nämlich auch noch hier die Innenkarten rundknipsen. Und die eine Innenkarte wird ja das Ding mit dem Rausziehelement. Also mit meinem kleinen Blümchenstritzel da. So, jetzt schwuppdiwupp, Schnipsel weg. Schön, dass man einen großen Schreibtisch hat mit einer breiten, mit einer großen Seite. So, was ich mir natürlich überlegen muss, was slidet oben raus, was slidet unten raus. Ich glaube, ich möchte nach unten das Blau haben.
gut, das wird dann einfach das Aufgeklebte sein. Oder will ich das rosa haben? So, also das kommt dann da raus. Das ist nicht oben drauf, das ist quasi dazwischen. Also so wird es dann sein. Oben, unten, unten, oben. Nein, ich glaube, ich möchte das Blau unten haben. Gut. Was mache ich jetzt hier? Ich markiere mir hier wieder die Mitte. Davon wird man nicht ganz so viel sehen. Allerdings sieht man den unteren Rand. Deshalb werde ich hier sehr vorsichtig ein bisschen weiter oben die Mitte markieren. So. Ja, ich glaube, das passt. Jetzt habe ich doch meinen Folienstift genommen und nicht den Mikron. Egal. Ein bisschen weiter runter, ein zweites Pünktchen, ein zweites Pünktchen. So. Jetzt mache ich was ich eher selten tue. Ich tacker das hier fest. Warum tue ich das selten? Ich finde immer, die Tackernadeln, die tragen sehr auf. Da sind der Tackernadeln, nein. Wenn nicht der Sinn ist. Aber das macht schon Sinn, dass sie ein bisschen auftragen, weil nur dann halten sie hier das zusammen, was ich haben will. So, jetzt muss ich mein Blümchen hier spazieren. Und muss dem Tacker sagen, dass er seinen Job machen soll. Oh, das passt aber gerade von der Tiefe. Und was möchte ich jetzt tun? Ich möchte durch die beiden oberen Blümchen durchtackern, dass quasi beide hier eine haltende Funktion haben. Muss ich ein bisschen fummeln. So. Schwupp. Ja gut, schönes Englisch, Englisch ist modern. Ich werde auch noch ein bisschen Kleber hier dran setzen, dass das hier nicht absteht. Andererseits, ja, schiefes Englisch, ne? Nicht schön. Schief, wollte ich sagen. Machen wir das einfach nochmal. Setzen wir noch eine Klammer daneben. Ich habe nämlich echt Sorge, dass hier ganz schön Druck drauf kommt, wenn man zieht. So. Und dass durch diesen Druck dann irgendwie der Kleber abgehen könnte. Der ist zwar echt stabil, den ich immer benutze, aber ich habe da doch ein bisschen Sorge. So, das Ding hier könnte wieder hakeln. Da werde ich gleich einen Klebestreifen draufsetzen. So, nehme ich hier mein unsichtbares Scotch-Tape. Nein, es ist alles keine bezahlte Werbung, auch nicht für Stamperia. Ich benutze einfach gute Sachen, die mir hier beim Craften Spaß machen und ihren Sinn erfüllen. Hier macht das einmal Sinn. Es ist matt, also man kann es wirklich Abdecken von diversen Sachen nehmen, ohne dass es glänzt, so wie Tesafilm gerne glänzt. Es ist eine matte Sache, die nahezu verschwindet. Man kann auch wieder drüber schreiben, malen, kleben, was auch immer. Und hier habe ich jetzt einfach mal die Tackernadeln ein bisschen abgedämpft. So, wenn ich jetzt hier gleich meine Klebearie mache, tun werde, ich werde hier die Seiten drauf packen. Aber wie ich schon gesagt habe, dabei muss ich euch nicht hier behelligen. Wobei ich euch allerdings behellige ist, ich werde das ganze Herzchen hier noch distressen, und zwar bevor ich die Klebearie mache. So, da werde ich jetzt einmal hier anfangen. Und zwar habe ich Vintage Photo Distress Ink mit dem Holz. Auch wieder unbezahlte Werbung. Nein, ist einfach eine coole Farbe und die macht hier total Sinn. Wobei ich noch am Überlegen bin, ob ich noch weiteres Gilding Wax hier mit verarbeite. Oder mache ich mir einfach gleich mal Gedanken zu. Also die Gilding Wax im Sinne von, ich könnte die Ecken oder die Kanten hier noch so ein bisschen nachfahren, dass sie glänzend werden. Wobei die obere Kante sieht man eh nicht, die ist in der Karte, die bleibt auch in der Karte. Da sieht man nicht viel. Aber der Vollständigkeit halber mache ich hier alles. Genau, und jetzt müsst ihr mir natürlich auch nicht die ganze Zeit beim Distressen zugucken. Ups, schmeiß weg. Ich pausiere dieses Video jetzt einmal, distresse und klebe und dann komme ich gleich wieder zurück zu euch ins Video. Ja, da bin ich wieder mit mal fertig geklebten Elementen. Einmal das Slider-Element, was nach unten kommt. Das Slider-Element, was nach oben kommt. Wir haben die Außenseite, alles schön distressed. Und wir haben die zusammengebaute Innenseite. Ich habe hier noch einmal Scotch-Tape drüber gemacht, über das Thema Klebstoff. Ich benutze den Junk-Journal-Kleber von Funkelkram.
Habe jetzt auch gerade die eine Dose leer gemacht. Aber ich kaufe das Zeug ja irgendwie in ja, Mengen. Jutta, nein, ich habe keine Dealerei an der Stelle. Also ich deale nicht mit Klebstoff, ich benutze ihn. Und zwar in rauen Mengen. Er klebt nämlich echt gut und ja, ist danach immer noch elastisch. Das ist echt ein Riesenvorteil. Gut, zurück zu unseren Elementen hier. Ich habe alle sichtbaren Kanten des Dress. Das heißt, auch hier kann man so leicht reingucken später. Deswegen habe ich auch diese Kanten gemacht. Der Plan ist jetzt, dass zuerst das Style-Element, was nach oben kommt, geklebt wird. Danach das, was nach unten sich rauszieht. Wichtig ist immer, behaltet eure Oberseite im Blick. Also ich habe hier den kleinen Schmetterling, der zeigt mir, wo oben und unten ist. Schmetterlinge fliegen eher selten auf dem Rücken. So, wir brauchen jetzt die Innenseite. Ich habe die Klebekante hier ganz nach unten geholt, weil es wird sich so rum rausziehen. Das heißt, diese Kante zieht nach oben, die andere zieht nach unten. Jetzt natürlich wichtig, man sieht diese Seite, also muss sie nach dort. Zum Einkleben mache ich mir jetzt erstmal Markierung. Also hier oben an der Oberseite, man soll die Karte ja noch nicht sehen. Wenn man, sag mal, die Außenseite nur sieht, die Karte soll man ja erst sehen, nachdem man an diesem Schnipsel gezogen hat. Jetzt möchte ich rechts und links ähnlich viel Platz. Also auch hier, ihr könnt messen, macht das alles, wie ihr lustig seid. Ich will nicht messen. Ich mache mir hier noch ein paar Markierungen, dass ich das nämlich gleich vernünftig aufsetze. Und zwar auf das, wieder mal, Klebeband. So, man sieht diese Sache nicht, deswegen schmiere ich hier einfach so ein bisschen durch die Gegend. Ja, der Plan ist, hier doppelseitiges Klebeband drauf zu machen. Ich mache an dieser Stelle tatsächlich zwei Streifen drauf. Weil ich ein bisschen Sorge habe, dass das in dieser Größe nicht so hält, wie ich mir das vorstelle. Dementsprechend haben wir hier ein, jetzt habe ich auch noch Kleber an den Pfoten und beklebe hier mein doppelseitiges Klebeband. Nein, das geht so nicht. Nochmal. So, jetzt beklebe ich hier unten. Die Kante habe ich zu groß geschnitten. Schade, Schokolade. Das darf auf keinen Fall überstehen. Steht es über, ja, holt ihr euch den Teufel ins Haus. Nein, steht es über, klebt euer Slider-Element fest. Das macht wenig Spaß. Kann man nicht anders sagen. Festgeklebte Slider-Elemente, die versauen euch die ganze Party hier. So, ich habe jetzt zwei genommen, damit man auch wirklich mit ein bisschen mehr Kraft ziehen kann und das Herzchen dann hier auch seinen Job tut. So, wie gesagt, die Seite sieht man. So rum gehört es. Und wichtig ist, ich will hier oben an die Kante. So, jetzt einmal ein bisschen rechts und links ausgerichtet. So, in den Korridor. Und wenn es richtig liegt, dann draufdrücken. So. Einmal ausprobiert. Jetzt slidet. Es slidet noch ein bisschen schwer. Vielleicht muss ich dann nachher noch mal ein bisschen nachhelfen. So, es slidet auch tatsächlich zu diesem Punkt, wo dieses Herzchen hier, ne, mal das zusammengeklebte Teil ist. Ich möchte es so weit rausziehen. Weiter geht es nicht, weil da dann mein, sag mal, geklebtes Element ist. Das heißt, ich muss das hier noch so ein bisschen überreden, einfacher zu sliden. Vielleicht muss ich es einfach ein bisschen weich kneten. I don't know. So, slide Element nach hinten. Wenn das dann zu ist, ist es so. Das heißt, dieses so ist auch eine gute Aussage. Zugeklebt seht ihr, jetzt habe ich es auf den Kopf gemacht. Zugeklebt seht ihr davon dann nichts mehr. Was ich jetzt hier noch mache, weil ich habe das Gefühl, dass mir das hier so ein bisschen abhaut. Das wandert so ein bisschen nach oben. Ich werde jetzt an dieser Stelle ein bisschen Scotch-Tape hier drauf packen, dass das hier bleibt, wo es ist. Das hier steht ein bisschen auf. Das ist normal, wenn man so viel Papierschichten übereinander zieht. Das ist völlig normal und easy. Nur möchte ich jetzt
Ich fixiere es mir unten einmal ein bisschen mit einem kleinen Streifen. Und dann möchte ich, dass das hier wohnen bleibt und sich nicht nach oben verabschiedet. Weil wenn es sich nach oben verabschiedet, habe ich oben ein Stückchen, was rausguckt. Und das wäre mir echt unlieb. Ist unlieb überhaupt ein Wort? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Junk Journal Kleber auf Scotch Tape interessant. Also man kriegt mit Scotch Tape übrigens den Kleber von Finger. Nein, Spaß beiseite, mit Seife bekommt man das auch. Oder auch einfach nur mit warmem Wasser. Überhaupt kein Ding. Das Zeug, das lässt sich sehr gut lösen. Nur, wenn man Kleber an den Fingern hat, dann passiert es schon mal, dass man sich den in das Scotch Tape reinklebt. An dieser Stelle ist das mega egal. Man sieht es sowieso nicht. Das wird dann hinterher so sein. So, next. Nun möchte ich mein Sliderchen hier, möchte ich auch hier unten ankleben wieder, ne? Also ihr erinnert euch, ich habe da bei dem anderen Element auch rechts, links ein bisschen Platz gelassen. Ich habe mir das Ganze markiert, damit ich hier nicht schief hinterher rauskomme. Und werde auch hier ein bisschen das Ganze anpeilen. Ja, jetzt habt ihr meinen Arm im Weg, egal, passiert. So, wichtig ist immer, ihr habt diese Karte hier, wenn ihr die andere einklebt, oben an der Kante hocken. Also da kommt es nicht auf einen Millimeter an. Also immerhin nicht auf einen Millimeter, der innen ist. Es soll aber nicht rausgucken, weil sonst habt ihr das die ganze Zeit rausgucken. Das ist durchaus etwas unangenehm, wenn man das eigentlich schön haben möchte. So, jetzt auch wieder hier oben anfangen. Und ich mache genauso wie eben wieder zwei dieser Streifen, um einfach sicher zu gehen, dass das auch wirklich hält. Schnibbel weg. Schnibbel weg. Und nun gebiete ich nochmal Einhalt. Nein, mache ich später. Ich habe nämlich überlegt, dass hier müsste eigentlich noch so eine mal unterlegte Lasche hin. Weil das hier zum Rausziehen fein ist, aber zum wieder reinschieben, fehlt mir irgendwie noch, ja, ein Schnipsel, aber ein fester Schnipsel. Ich werde euch gleich da einweihen. So, unten an die Kante, richtig, richtig an die Kante. Nein, es wird sich so anpeilen. Kante fein. Wie gesagt, lieber einen Millimeter rein als einen Millimeter raus. Was denn hier mit Strich drauf? Lieber einen Millimeter zu weit innen als zu weit außen. So. Ich empfehle euch hinterher noch, lasst die Karte irgendwo in einem Buchstapel sich ein bisschen plätten, weil ich habe jetzt sehr großflächig Kleber drauf gemacht. Ne? Hier sieht man auch noch ein bisschen was davon. Warum eigentlich? Das ist doch gar nicht da. Ne? Na gut. Großflächig Kleber am Start. Das heißt, es wälzt sich ein bisschen. Es ist wenig Wasser in dem Klebstoff, aber wenig ist nicht keins. So, gucken wir mal. Das ist ein bisschen schwergängig, da muss ich noch dran arbeiten. Ja, genauso muss ich hier unten an dem Slider-Problem ein wenig arbeiten. Also, das heißt unten hier oben eigentlich. Ja. So, ich werde Folgendes tun. Ich werde hier ein bisschen Stoff reinkleben, dass es da leicht darüber rutscht. Und ich werde es sehr locker zukleben, also dass diese Karte recht, sag mal, offen ist, damit hier nicht kein Druck drauf kommt. Weil sobald hier Druck drauf ist, wird mir diese Kante da Ärger machen. Vielleicht muss ich das auch einfach noch für dieses Spiel hier noch ein bisschen spielen. Maybe. Gut. Trotzdem wird es hinterher funktionieren. Bei dieser Spielerei werde ich euch jetzt einfach einmal außen vor lassen. So, das, was ich euch auf jeden Fall noch zeigen möchte, ist, wenn ihr das Ding zuklebt,
ist das hier eure Klebekante. Die muss aber hinter die Karte greifen. Das heißt, wenn ihr das hier sehen könnt, die Karte läuft dann innen von dieser Kante. Also von dieser Kante hier läuft die Karte innen. Und dann wird das hier außen drauf geklebt und ihr habt die fertige Karte. Ich mache das jetzt noch ein bisschen schick und mache es auch noch ein bisschen platt. Und dann bekommt ihr das Ende von diesem Video oder im Ende des Videos die fertige Karte präsentiert. Ja, da bin ich wieder. Ich habe das Problem gelöst. Also immer in Ansatzweise. Es ist bei so Riesenslidern ist es sehr schwierig, das komplett zu lösen. Ich habe eine zweite Folienschicht dahinter gesetzt. Je größer der Slider, desto schwieriger die ganze Mechanik. Ist halt so. Oder desto anfälliger, sagen wir es mal so. Schwieriger zu bauen ist es nicht. Aber es ist ein bisschen anfälliger. So, ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch schon hier doppelseitiges Klebeband drauf gemacht. Und ich habe auch einen weiteren Verstärkung hier für diese Rollo quasi gemacht. Da habe ich einen Punkt ausgestanzt. Oh, ich habe vergessen, ihn zu distressen. Fällt mir gerade auf. Machen wir das mal schnell noch schick. Ja, der soll natürlich nicht anders aussehen als die anderen Elemente, die ich jetzt hier mit verbaut habe. So, ein bisschen distressed, sehr fein. Jetzt ziehe ich die doppelseitige Folie ab und auch hier müsst ihr gucken, dass hier drüber nichts übersteht und dass ihr dann das abbekommt. So, machen wir uns mal ein bisschen leichter, drehen den Spaß mal um. Ziehen ein bisschen raus. Und auch jetzt hier schauen, dass das komplett... Ja, ich bin ja ein Held. Habt ihr gemerkt, was passiert ist? Ich habe die falsche Seite distressed. Weil dieses Stück hier guckt raus und nicht das Außen. Naja, so. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und jetzt schauen, dass wirklich das komplette Klebeelement da drauf sitzt. Zack. Na, happy bin ich damit noch nicht. Nochmal das Ganze. Ich versuche natürlich, das hier so ein bisschen mittig hinzubekommen. Ne? Mittig ohne Messen. Könnte mein Motto sein. Mittig ohne Messen. So. Jetzt haben wir den Spaß. Wichtig an der Stelle ist jetzt noch, es steht jetzt wieder eine kleine Kante über. Ne? Das Ding mit der Kante. Seht zu, dass ihr alle Kanten irgendwie jetzt mal so ein bisschen abfedert oder abgelettet. Ich glaube, das ist der bessere Ausdruck an der Stelle. Mit, ja, zum Beispiel Scotch Tape ist da ein ideales Mittel für. Diese Kante, bei der das hängen bleiben könnte, ne, dieses Element an diesem Pappstück, ne, einfach ein bisschen ja, abmildern. So, sieht immer noch so ein bisschen urig aus, dass das hier so schön abstellt, aber das ist nicht so unser Problem aktuell. Das leider funktioniert. Beim Reinschieben muss man ein bisschen Druck aufbauen. Und rausziehen auch. Check. So. Nun wollen wir das Ding hier reinpacken und die beiden Kanten hier so aufeinander setzen. Ja, und auch da muss man schauen, dass es nicht rechts und links wie wild absteht, sondern dass es wirklich schön und gerade ist. Schwuppdiwupp. So soll es sein. Jetzt ist der große Trick oder die große Kunst, das auch noch hinzukriegen, wenn man das Klebeband abgezogen hat. Das Klebeband noch feststreichen. Und dann jetzt. Elend und Verzweiflung. So. Jetzt erstmal alles zurecht puzzeln, ohne das Klebeband zu berühren. So, das heißt, ich muss einmal hier so ein bisschen runterdrücken. Und am besten fängt man an einer Ecke an der Stelle. Und wenn die Ecke gut und fein ist, dann biegt man sich den Rest zurecht. Dann am besten gleich die zweite Ecke schnappen und den Zwischenraum zudrücken. Puh.
Puh, der Krimi ist geschafft. Meinen herzlichen Vorführeffekt. Im Zweifelsfall muss ich da oben noch so eine Ausbuchtung reinschneiden. Mit meinem Eckenstanzer. Eckenstanzer sei schon. Mit meinem Lochstanzer. Ja, ach, jetzt geht es auch leichter. So. Beim Aufkleben muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht zu viel Spannung auf den Rücken packe. Dass ich dann nicht zu viel Spannung auf den Rücken packe, dann ist das zu platt und dann kann mein Aufschiebemechanismus nicht so richtig funktionieren. Das heißt, ich werde auf jeden Fall das leicht aufkleben. Das heißt, ich werde die Ecken und dann die Kanten ein bisschen aussparen, dass ich das theoretisch noch ein bisschen wölben kann beim Ausziehen. Ja. Das hier ist also unser Slider-Element. Genau. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich hier hinter auch noch so ein Schnipsel pack. Das überlege ich mir allerdings im Nachgang. Das hatte ich jetzt für den Mechanismus und für unser gebasteltes relativ wenig Impact. Also, mein Slider ist fertig. Das wird die erste Seite von dem Fotoalbum werden und ich werde hier schön ja, entsprechend drauf schreiben, wie dieses Fotoalbum zu benutzen ist. Ihr werdet es dann in dem Flipthrough sehen, dass da einfach ganz viel, ja, verschiedene Sachen drin sind. Also es ist kein gewöhnliches Fotoalbum. Das kommt da drauf. Das ist meine erste Seite. Ja, wenn euch das gefallen hat, gebt mir gerne ein Like, kommentiert es super gern und ja, über jedes Abo freue ich mich wie ein Schneekönig oder Schneekönigin. Genau. Ihr habt mich verstanden. Ich freue mich auf Kontakt mit euch und bis demnächst in diesem Kino.